So, hallo erstmal und herzlich willkommen hier aus dem Gessmein Sportpark in Schluchtern. Ja, endlich geht's wieder los, der erste Spieltag der Bezirksliga Unterland. Und der SV Schluchtern empfängt den TGV Dürrenzimmer. Hier gehen wir rein ins Spiel. Erste Möglichkeit in diesem Spiel für die Gäste aus Dürrenzimmern. Langer Ball hier auf Marc Kaiser. Der legt nochmal ab auf Nico Schaul und dann Fabian Gutleber. Ja, das Wetter war hier heute sehr regnerisch in der ersten Halbzeit. Dementsprechend kam kein wirklich gutes Spiel zustande. Aber gerade schon die erste Möglichkeit für den SV Schluchtern. Und der TGV bleibt aber dran Mitte der ersten Halbzeit. Und Fabian Gutleber, ja, gefährliche Bälle bei dem Wetter, muss hier abklatschen lassen und Dürrenzimmern bleibt dran. Die Situation dann aber geklärt zum Einwurf. Aber das war's noch nicht. Weiter geht's mit den Gästen hier. Wir bekommen den Ball hier und dann erneut Fabian Gutleber zur Ecke, die nichts einbrachte. Auf der anderen Seite, gute halbe Stunde gespielt. Kopfball, ja, gut, guter Meter, Nebenstor. Aber der SVS kam langsam besser ins Spiel. Das Wetter wurde auch ein klein bisschen besser, der Regen nicht mehr ganz so stark. Und nächste gute Möglichkeit hier. Aber bleibt weiterhin beim 0:0. Letzte Möglichkeit vor der Pause, die war schon mal gar nicht ungefährlich. Schluchtern kommt langsam Richtung Tor. Und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Und auch da die Hausherren mit dem ersten Angriff nach knapp 5 Minuten gespielt. Und Tobias Hehl muss hier schon eingreifen. Zweite Mal auch erneut der Keeper von Dürrenzimmern hält hier das Unentschieden für seine Mannschaft fest. Ja, 10 Minuten fast gespielt in der zweiten Halbzeit. Ball kommt in den Strafraum. Dürrenzimmern bekommt ihn nicht raus. Schluchtern bleibt im Ballbesitz. Nochmal abgeblockt. Schuss aus der zweiten Reihe. Ja, der Ball bleibt im Strafraum und dann kommt da einer zur Fall und der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Elfmeter für den SV Schluchtern. Den machte Pascal Münzer die Führung für den SVS. 1:0 in der 56. Spielminute. Ja, durchaus gerecht. Schluchtern kam dann immer besser ins Spiel, von der TGV dann nicht mehr ganz so viel zu sehen. Ja, und die Hausherren bleiben dran, möchten hier nicht erhöhen. Schöne Möglichkeit hier. Und erneut Tobias Hehl. Weiterhin 1:0 gespielt, jetzt 70 Minuten. Langer Ball des SVS in Richtung Strafraum. Und der kommt durch auf Kevin Haas, aber erneut zweimal. Tobias Hehl hält das Spiel hier offen. Und wir sind jetzt in der 74. Kontermöglichkeit für den SVS. Schön rausgelegt. Und dann erneut Tobias Hehl. Ja, und schnell geht's weiter. Eine Minute später. Schluchtern mit dem Freistoß. Und in der Mitte steht Timo Siegloch ganz alleine. Und erhöht hier auf 2:0. Ja, hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt kommt der SVS aber in Fahrt. Wir sehen's. Keiner richtig bei ihm. Und Timo Siegloch kann hier das 2:0 machen. Ja, weiter geht's, nur ein paar Minuten später. Ja, Schluchtern jetzt im Vorwärtsgang. Schöner Ball hier auf Pascal Münzer. Der hebt ihn über Tobias Hehl und es steht 3:0 für den SVS. Ja, sagen wir mal so, schon etwas wie die Vorentscheidung in diesem Spiel. Kann man kaum vorstellen, dass Dürrenzimmern da nochmal zurückkommt. So, wir sehen es in der Nachspielzeit jetzt auch nochmal. Dürrenzimmern, Ball schön im Strafraum gelegt, zurückgelegt und abgeschlossen. Der Anschlusstreffer zum 3:1, gleichzeitig auch der Spielstand. Und der Torschütze für den TGV Dürrenzimmern war Flynn Zetsche. Ja, und das war's dann auch mit dem ersten Spieltag. 3:1 Sieg für Schluchtern. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen. Are you ready? Time. More bang for your buck.